Moin moin und hallo, willkommen zu einem weiteren Video zu Destiny. Und zwar in dem Video geht es heute darum, wie erreicht man Lichtlevel 310, also den Lichtwert von 310. Erstmal ein kleiner Hinweis zum Lichtwert. Der Lichtwert stellt sich immer aus 9 Punkten zusammen. Das heißt, ihr braucht immer insgesamt 9 Punkte, um ein Lichtlevel komplett durchzuskillen. Das heißt, ihr braucht dementsprechend von Lichtlevel 307 bis zu Lichtlevel 308 9 weitere Lichtpunkte insgesamt auf eure Ausrüstung verteilt, um dementsprechend auf 308 zu kommen. Also das ist jetzt einfach nur ein kleines Beispiel, weil mich schon viele gefragt haben, wie das Ganze funktioniert. Das Ganze ist ein einfaches Durchschnittsprinzip. Ihr nehmt eure neuen Ausrüstungsslots und teilt alles, was ihr dann dementsprechend habt, in den Ausrüstungsslots durch 9 und dann wisst ihr ungefähr, wie hoch euer Lichtwert ist, beziehungsweise wie hoch euer Lichtlevel ist. Nichtsdestotrotz, das Ganze geht jetzt hier darum, wie bekommt man Items über 300. Ich kann gerne eng mal erklären, wie man 300er Items bekommt, aber das sollte jetzt nicht die Schwierigkeit sein, 300 zu werden. Das Interessante ist ja immer, das Maximallevel zu erreichen. Das Maximallevel ist momentan Lichtlevel 310. Es gibt zwei Items, die man nur aus dem Raid auf 310 bekommen kann. Einmal die Geisthülle und einmal die Schuhe. Momentan gibt es ja keine exotischen Schuhe. Danke Bungie an dieser Stelle. Warum, weshalb, weiß man noch nicht. Aber so wie es aussieht, möchte Bungie den Content etwas strecken und uns gewisse exotische Items noch nicht zur Verfügung stellen. Dahingehend müssen wir halt auf guten Loot im Raid angewiesen sein. Ich habe keine Raid-Schuhe, ich habe keine Raid-Handschuhe. Deswegen habe ich einen anderen Weg gefunden, wie ich ebenfalls auf 310 kommen kann. Das Problem ist, ich werde es niemals erreichen, solange ich keine Schuhe und nicht eine Geisthülle bekomme, die 310 hat. Aber nichtsdestotrotz kann man ein hohes Lichtlevel erreichen. Das Artefakt bekommt man auf 310, nachdem man alle Suchen von Eris abgeschlossen hat. Ich wiederhole, alle Suchen von Eris. Nicht nur ein Teil, sondern wirklich alle. Die letzte Suche, da muss man ein Raid abschließen, bekommt man das 310er Artefakt. Als erste Quelle für 310er Items gilt Xur. Und zwar Xur verkauft, so wie es aussieht, jede zweite Woche in Gramme. Und sobald man den Lichtwert von 300 erreicht hat, kann jedes exotische Item 310er Items enthalten. Momentan verkaufte ja Xur Helmengramme. Und in diesen Helmengrammen habe ich jetzt für mich eine Statistik gehabt von, also 2 von 3 Helmen waren 310er Items und einer war halt ein 290er Item. Bei manchen anderen von meinen Freunden sah das zum Beispiel anders aus. Die hatten aus 3 Grammen alles 290er. Aber ich habe bis jetzt eigentlich festgestellt, dass ich relativ fast so gut wie immer 310er bekomme. Das ist ganz, ganz selten, dass ich 290er Items erhalte. Da das Ganze uns aber nicht mal ansatzweise genügt, weil wir brauchen ja nicht nur einen Helm auf 310, wir brauchen auch Handschuhe auf 310, wir brauchen eine Brust auf 310 und dementsprechend Waffen auf 310. Man kann hierfür sich 3 der Münzen kaufen von Xur und dementsprechend die ganzen Playlists spielen. Also es ist auch vollkommen egal, welche Playlist ihr auswählt. Ob ihr die Level 20er Playlist nimmt, ob ihr die Level 36er Playlist nimmt oder ob ihr die Playlist nimmt, die auf 40 ist, also auf die heroische Playlist. Das ist vollkommen egal. Die Drop-Chance mit 3 der Münzen bei jedem Ultra ist identisch. Nichtsdestotrotz kann ich sagen, dass ich die Strike-Playlist hierfür nicht genutzt habe, weil es gibt einfach einige Strikes, zum Beispiel die Psion-Schinder. Diese zählen nicht als Ultras, das heißt, diese können keine Exo-Engramme droppen. Und manchmal hat man das gute Glück, dass man einfach 5 oder 4 Mal hintereinander den gleichen Strike bekommt. Das ist ja so geil, ich liebe es. Deswegen kann man natürlich auch dann die Arena zum Beispiel spielen. Man wählt zum Beispiel einfach die 28er Arena aus, die 34er oder sogar die 35er Arena. Diese sollten nicht mal ansatzweise eine Herausforderung darstellen. Momentan gibt es ja einen Speedrun bei Skolas innerhalb von, weiß ich nicht, 20 Minuten. Da kann man ebenfalls 3 der Münzen benutzen, also jeder Ultra. Ich persönlich spiele das Ganze auf der Patrouille. Das ist auch egal, welcher Planet es ist.
Ich bevorzuge aber den Planet Erde aus einem einfachen Grund. Hier gibt es erstens VIP-Ziele en masse und eins dieser VIP-Ziele, also Ogerherz oder Harz, Ogerharz, und zwar dieser, das ist so ein Miniaturarchon, dieser zählt als Ultra. Wenn man den wegnatzt, kann er Exongramme droppen. Bei mir relativ häufig. Ich muss sagen, das ist für mich die häufigste Quelle an Exongrammen. Bin ich auch sehr verwundert gewesen, aber gefällt mir natürlich extrem gut, weil es halt sehr einfach zu eliminieren und gibt natürlich ebenfalls wie Strikes Ruf. Und ich muss sagen, während der Patrouille habe ich jetzt mehr Ruf gesammelt als in der gleichen Zeit mit Strike spielen. So, ich werde noch ein separates Video machen, wo ich zeige, was ich jetzt alles aus diesen ganzen Engrammen bekommen habe. Da das Ganze sonst den Rahmen ins Unendliche gezogen hätte, also was dieses Video angeht, sonst würde das Video circa 27 Minuten gehen, und da ich das sozusagen extrem lange finde, habe ich mich entschieden, das Ganze aufzuteilen. Das heißt, den Loot werde ich halt separat hochladen, das wird auch noch heute erfolgen. Das heißt, einfach in die Videobeschreibung gucken, beziehungsweise einfach auf meiner Seite die Videos anklicken und dann seht ihr das. Warum ich ebenfalls die Patrouille auf der Erde bevorzuge, ist, weil es gibt viele verschiedene Wege, an Ultras zu kommen. Ebenfalls gibt es noch ein Ultra, wenn man die Besessenen bekämpft, also wenn man die Besessenen Patrouillenmission auswählt. Hier können ebenfalls, hier kann ein Ultra spawnen, muss nicht, weil ich habe schon mal gesehen, also oder zweimal miterlebt, dass er bei mir nicht gespawnt ist. Keine Ahnung warum, obwohl ich eigentlich relativ immer die gleiche Zeit hierfür benötige, um den zu killen, also ungefähr 2,5 Minuten. Nichtsdestotrotz, dieser kann zählt ebenfalls als Ultra und kann ebenfalls droppen. Man könnte das Ganze auch, was ich jetzt hier zeige, natürlich auch in Loot Caves machen. Das Problem ist aber, da drei der Münzen gepatcht worden sind, also verschlechtert worden sind, ist es etwas schwieriger, weil je häufiger man, also je schneller man die einsetzt in Folge, desto eine geringere Wahrscheinlichkeit habt ihr, dementsprechend Loot zu bekommen. Daher spiele ich persönlich die Patrouille auf der Erde. Hier ist eigentlich immer genug Zeit zwischen den VIP-Zielen, sodass die drei der Münzen immer halt die exakt gleiche Wirkung haben. Ich habe jetzt, lasst mich jetzt nicht lügen, ich weiß jetzt gar nicht, wie, also genau die Zeit, wie lange ich gespielt habe. Also ich habe jetzt für 25 Exo-Engramme habe ich circa Ingame-Zeit vielleicht 12 Stunden gebraucht, also ungefähr jede halbe Stunde ein Exo-Engramm habe ich bekommen. Das finde ich ist eigentlich eine relativ gute Statistik, wenn man sich so betrachtet. Ein Raid kann man einmal die Woche spielen und Exo-Engramme farmen kann man immer. Voraussetzung natürlich ist, man muss die Münzen dafür besitzen. Aber nichtsdestotrotz, das Ganze lohnt sich. Ich hab zum Beispiel meine ganzen Chars, mein Hunter von 301, mein Titan von 305 und mein Warlock von 307. Mein Warlock ist jetzt kurz davor, 309 zu sein. Ihm fehlt ein Pünktchen. Das heißt, ich müsste irgendwo Handschuhe hertreiben, die ein Pünktchen stärker sind als meine. Also wieder Exongramme farmen und hoffen, dass ich 310er Handschuhe bekomme. Mein Hand habe ich von 301 auf 305 gebracht, mein Titan von 305 auf 307. Also das Ganze ist natürlich sehr erfolgreich und ich habe noch Unmassen an Materialien, also an Exo-Items jetzt im Dino darauf warten, infodiert zu werden, beziehungsweise ein zweites Ausrüstungsset zu bilden. Je nach Situation ist natürlich ein zweites Ausrüstungsset gar nicht so verkehrt. So, an dieser Stelle verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Zuschauen und man sieht sich in einem weiteren Video zu Destiny. Ciao, ciao.